Sechs Goblins, wie geil, Leute. Das wird hoffentlich Geld geben. Irgendwie haben zwei überlebt. Irgendwie glaube ich, dass jetzt schon wieder einer überlebt. Zweimal getroffen mit dem Schwert. Wie geil! Aber ich sehe nur einmal leider. Schade, egal. Wir schlagen ganz schön häufig daneben, Leute, muss ich schon mal sagen. Gewonnen. 162 Gil. Geil hat sein Axtlevel. Wie geil. 480. Jetzt möchte ich mich aber trotzdem nochmal hier umsehen. Hier oben. Was es dort gibt. Nochmal 5 Goblins. Wie geil. Läuft der einfach weg, Leute. Ich will doch sein Geld haben. 74 Gil erhalten. Wisst ihr was? Ich glaube, das möchte ich speichern, dass ich jetzt so viel Geld habe. Das finde ich recht toll. Leg Eater und Hornissen. Schade, alle daneben. Drei Schadenspunkte, so. Unvergiftet. Drei 50 Kill erhalten. Da wäre schon die nächste Stadt, Leute. Wir gehen wieder zurück. Mist, jetzt habe ich nicht gesehen, was es ist. Ich kämpfe mal ernsthaft gegen den, Leute. Angriff, Angriff, Angriff. Zaubern. Nee, halt, wo war... Fuck, genau.
Ich glaube, den Nebel muss ich auf den Gegner zaubern, damit er schlechter sieht. Bin mir nicht mehr sicher, Leute. Ich mach das einfach mal. Das ist schlecht. Zwei Treffer und trotzdem 0 Punkte Schaden. Ein Treffer und 2 Punkte Schaden. Immerhin etwas. Ich habe jetzt nicht gelesen, ob das jetzt eine Fakte hat oder nicht, Leute. Das war zu schnell weg. Ich habe gelesen, Maho-O, also irgendwas ist mit der Magie, aber ich habe nicht gesehen, was. So, Barrier. Echt jetzt? Das geht? Wie geil! Daneben. 10 Punkte Schaden, geil! 16 Punkte Schaden. Vielleicht machen wir den fertig, Leute. Er wollte Guy treffen, aber ging dann daneben, zum Glück. Okay. Ich glaube, das hat jetzt auch entsprechend Magie gekostet, Leute. Aber so in einem Zug einfach mal auf die ganze Gruppe ist schon geil. Nur weil, leider weiß ich nicht mehr, was Barrier macht. Also ganz genau, konkret. Wall, können wir auch noch zaubern. Leider null. Das hat tatsächlich nur 5 Mana gekostet, Leute. Ja, wurde besiegt. Warte mal, war so einfach besiegt? 25 Gil. MP sind gestiegen von Mino. Cool. So stark war der gar nicht. Ich möchte jetzt trotzdem zurück, Leute. Wir haben einiges an Geld. 600 Goldstück, Gil. Oh, der schon wieder. Ich möchte ihn jetzt verwandeln, Leute. Change. Warte mal, was? Ich bräuchte echt das Handbuch, Leute. Ich glaube, Change macht einen zur Kröte, deswegen zauber ich den jetzt auf den. Okay, Guy hat den einfach mit einem Schlag fertig gemacht, Leute. 3 Gil erhalten. Bei Mino ist irgendwas jetzt hoch. Mino hat keine MP mehr, aber hat dafür plötzlich 40 Punkte mehr? Was zur Hölle? Wie geil ist das denn? Aber er hat kein... das ist schlecht. Wir müssten echt dringend in ein Gasthaus. Was ist denn hier los? Also die ganzen Hornissen dürfen jetzt zuerst, Leute. Geil, wurde vergiftet. Oh, Maria hat daneben. Schade. Mir fällt gerade auf, Leute, ich sollte Mino als Weißmagierin eigentlich auch noch hinten in die zweite Reihe packen.
Guy wurde vergiftet. Der ist weggelaufen. Nein, den will ich. Wobei? Ja, doch. Das ist jetzt Vieh. Finsee. Nein. Halt doch. Nein, das ist, glaube ich, Hi. Egal, 61 Kill. Und Guy ist stärker geworden. Und sie hat eine Potion. Ja. Möchte ich übrigens... Und, So. Zwei Hornissen. Moment mal, warum hat Mino nur noch 30 Lebenspunkte? Ich glaube, ich weiß, was Change gemacht hat. Change hat die eigenen Lebenspunkte und Mana-Punkte jemand anderem gegeben. Ups. Den Zauber gab es auch, aber ich dachte, Change wäre die Froschverwandlung gewesen. Ich hab mich da offenbar geirrt, Leute. Schlecht. Andererseits, jetzt können wir Care üben. Gilde erhalten. Frioni hat irgendwas und Marie hat auch irgendwas. Zwei Sachen verbessert. Das ist immer so schnell weg. Okay, Maho. Wir fangen mit Maria an. Care. 89. Okay. Einmal benutzen sind zwei Punkte Erfahrung. Oder könnte ich das eigentlich auf alle? Muss ich dann auch nachher mal probieren? Und wie viele Erfahrungspunkte das gibt? Ein One-Hit, Leute! 12 Kill erhalten. Guy hat HP sind gestiegen. Das erste habe ich leider nicht lesen können. Drei Hornissen. Und sie dürfen zuerst angreifen. Ich sollte Guy mal heilen. Und Guy wurde wieder vergiftet. Gehalten. So, diesem Mal ist Frion hier dran. Tatsache. Okay, mache ich jetzt mal, Leute. Das hat alle ein bisschen voll geheilt, aber auch Guy nur ein bisschen.
Mir aber nur 2 Punkte gegeben. Okay, also ich kann es auf dem All machen. Da wird der Wert anscheinend geviertelt. Finde ich aber auch nicht schlecht. Alle ein bisschen oder ein viel. Ist vollkommen okay, Leute. So, wisst ihr was? Ich glaube, Guy soll gar keine Zauber oder fast keine Zauber lernen. Ich möchte mit Guy lieber einen richtigen Kämpfer haben. Zweierhand. Übrigens, Leute, ich werde eventuell eine zweite Axt für ihn kaufen. Entweder 200 oder einen. Ich weiß noch nicht, Leute. Müssen wir mal sehen, ob er dann mehr Schaden macht. Aber ich habe ja das Handbuch gelesen und da drin stand da, Leute, man sollte möglichst sich, also keinen Magierkrieger machen, weil wenn sich die Stärke erhöht, verringert sich Intelligenz und Weisheit. Intelligenz ist für Dunkelmagie und Weisheit für Lichtmagie. So ungefähr, glaube ich. Neun Gilhalten. Und wenn Weisheit oder Intelligenz steigt, verringert sich die Kraft. Das heißt, einen Magierkrieger zu machen, dauert unglaublich lange. Bis er mal stark ist. Und habe ich ehrlich gesagt kein Problem damit, Leute. Ihr wisst ja, ich werde sowieso immer übermächtig. Dann dauert es halt länger, bis ich übermächtig werde. Oder ich bin mal normal stark, ist auch okay. So. So, das waren jetzt 2 Punkte, oder? Kann ich das jetzt nochmal machen? Schade. Okay, geht also nicht mehr. Aber wir können dann, bevor wir im Gasthaus schlafen, immer ein bisschen üben. 190 Geld kostet. Oh Gott. Nur die MP aufzuladen. Bei den Preisen kriege ich keinen guten Traum. Tut mir leid.